Sieg liegt in unseren Händen. Lotta le da la bienvenida al Dakar 2011. Es ist die Geschichte einer Legende, Jordi Arcarons, und ein Neuankömmling auf der Dakar, Laia Sanz, zehnfache Motocross-Weltmeisterin. Ich bin eine Motocross-Fahrerin und ich habe im Alter von 4 Jahren begonnen. Mit 7 Jahren habe ich an meinem ersten Wettbewerb teilgenommen. Das gefiel mir ungemein. Dann bin ich Profi geworden. Ich nehme an der Weltmeisterschaft teil. Also, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Sie hat mir gesagt, mein Lebenstraum ist die Dakar. Aber ich habe ihr gesagt, du bist erst 15 Jahre alt, du bist viel zu jung. Du musst noch ein bisschen warten. Und nach ein paar Jahren hat man einige Tests gemacht, Motorrad im Gelände, dann in der marokkanischen Wüste. Habe ich ihr gesagt, okay, du bist bereit für die Dakar. Du bist jetzt 25 Jahre alt. Und wie ist es, mit einer lebenden Legende wie Arcarons zu arbeiten? Ich habe die Dakar immer geliebt und im Fernsehen verfolgt und schaute brav jeden Abend die Zusammenfassung an. Du warst doch noch ein kleines Mädchen. Das stimmt. Und ich erinnere mich noch gut an die Motorradkämpfe mit Stéphane Peterroncel. Und ich habe dich immer sehr bewundert. Das ist lustig, weil ich oft auf junge Leute treffe, die sich an meine Teilnahme bei der Dakar erinnern. Sie mochten mich sehr für meine Aggressivität. Die Rallye-Legende hat Laia in seine Mannschaft aufgenommen und sie sind nahe Freunde geworden. Also, was ist das Geheimnis von Jordi? Also, ich denke, er... Er verwendet mehr Creme als ich. Das kommt daher, dass ich älter bin.